Liebe Freunde, Chag Shavuot Sameach, wir stehen kurz vor dem Shavuot-Fest. Zman Matan Toratenu, die Zeit, in der wir die Tora erhalten haben und das feiern. Aber wie seltsam ist es, dass wir noch an Pesach gesungen haben, Ilu kervanu lfnei Sinai, velo natan lanu et haTorah, dayenu. Hätte Gott uns zum Berg Sinai geführt, aber uns nicht die Tora gegeben, das wäre schon genug zu danken. Was sollten wir genau am Berg Sinai machen, wenn nicht die Tora erhalten? Was wäre da zu feiern und vom Shavuot-Fest übrig? Sagt Ramban Nachmanides, dass in Wirklichkeit nicht nur die Gabe der Tora der wichtigste Bestandteil dieses Festes ist, sondern ebenso wichtig ist die Offenbarung Gottes, das Erlebnis. Das Volk stand da und sah die Stimmen Gottes. Es erlebte unmittelbar eine Gotteserfahrung, wie es so einem Volk und einer Gruppe von Menschen niemals in der Geschichte wieder zuteil wurde. Dieses Erlebnis steht im Zentrum vom Fest von Shavuot. Und das sollen auch wir erleben, wenn wir am ersten Tag Shavuot die Tora erhalten, aber auch die Offenbarung Gottes am Berg Sinai bei der Übergabe der 10 Gebote erneut erleben werden, wenn wir in die Nacht hineinleben werden, wenn wir gemeinsam mit unseren Familien und unseren Freunden uns in die Tora vertiefen werden und ein Erlebnis haben werden. Das ist der Kern dieses Festes. Mögen wir stets große Erlebnisse mit der Tora erhalten und die Offenbarung Gottes uns weiter zuteil werden. Chag Sameach und Shabbat Shalom.